Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir gegen Vegeta gekämpft. Warte mal, ich kann auch Dings machen, ne? Gesten irgendwie? Verdammt, hätte ich mal das gemacht. Grüßen. Boink. Schade. Jedenfalls, wir haben in der letzten Folge gegen Vegeta gekämpft. Und haben, ich glaube, eine Parallelquest noch gemacht. Ja. Und, ja. Ich würde sagen, in der letzten Folge haben wir wieder Story. Ne, in den letzten beiden Folgen haben wir ein bisschen Story gemacht. Jetzt machen wir ein paar Parallelquests. Und ja, man sieht vielleicht, meine Ausrüstung hat sich ein bisschen geändert. Ich gehe da mal kurz durch. Ich habe einen kleinen großen Einkaufsbummel gemacht. Geiles Wortspiel, ne? Ich habe die Trainingstempel die jetzt ausgerüstet. Wie kann ich? Ich konnte da irgendwie. Ja, ich habe nochmal gemacht. Egal. Irgendwie konnte ich meinen Charakter hoch und runter. Ah, da. Warum geht das jetzt auf einmal? Egal. Merkwürdige Steuerung. Jedenfalls, ich habe hier die Trainingstempel G gekauft. Hat alles nur so 400 gekostet. Und eine Setserie, die mich irgendwie wiederbelebt, wenn ich K.O. gehe, was richtig nett ist. Und mir ein bisschen mehr Gesundheit gibt. Die Sachen tun, glaube ich, auch. Gesundheit erhöhen, Ki-Explosion super Angriff. Ja, einer ist natürlich voll für einen Eimer. So, was ich außerdem gemerkt habe, hier, wenn die Klamotten hier in so Regenbogenfarben angezeigt sind, dann kann man die färben. Und hier ist Son Gokus Muten Roshigi zum Beispiel, ist orange. Piccolo, oh, orange, okay. Dann, heißt das wahrscheinlich, die kann ich nicht färben, aber so Sachen, die in so Regenbogenfarben sind, die kann ich alle färben. Also werde ich wahrscheinlich die hier die meiste Zeit kaufen. Weil die kann ich hier nach Belieben schön färben und so. Und ja, jetzt sehe ich so aus und toll, ne? Dann habe ich noch ein paar Kampfobjekte geholt, von denen ich immer noch wissen muss, wie man die einsetzt. Ich glaube, ich habe 5 Energiekapseln. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle jetzt da drauf sind, immer. Ne, anscheinend nur eine. Okay. Die tun mir, glaube ich, Ki heilen und die tun heilen. Ja, Heilung, heilen, ihr wisst schon. Attribute haben wir noch alles. Fähigkeiten habe ich, glaube ich, auch hier den Super-Rücksprung habe ich geholt, genau. Mit dem ich mich nach hinten bewege, wenn ich einen Super-Ausweichangriff machen will. Und ja, dann habe ich irgendwie gemerkt, im Laden kann man immer noch hier eine ultimative Attacke kaufen. Also ich habe leider kein Geld mehr. So ein Mist. Weil die hätte ich mir sofort geholt, weil meine Super-Attacke ist voll für den Eimer. Okay. Hatte jeder eigentlich am Anfang? So, da wollte ich noch irgendwas fragen, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Ah ja, hier. Wir machen übrigens mal Parallelquiz in dieser Folge. Und zwar habe ich da noch nicht so verstanden, was es mit den blauen Sachen auf sich hat. Hier sind blaue Sachen, das heißt, die werden vor einer Mission noch nicht angezeigt, aber wird man so mitten im Kampf und so ja bemerken, was da passiert bei den blauen Sachen. Oder bedeutet das, die habe ich noch nicht erledigt, weil ich glaube, ich habe Piccolo besiegt, ne? Son Goku und Piccolo. So, dann weiß ich nicht, wann man die Sachen bekommt. Ich nehme jetzt mal einfach an, wenn man den Z-Rang hat, dann kriegt man alles. Und ja, die Sachen, die grauen Sachen sind die, die ich schon habe. Weil ich schon einmal gewonnen habe. Eins von beiden nehme ich mal ein. Und ja, werde ich das vielleicht irgendwann mal offscreen machen, ja, damit ich alle Sachen habe oder so. Aber lass mal, ich merke gerade, ich habe auch nicht die Mission 3. Okay. Machen wir Mission 4, die Pflanzenmann-Rache. Hier vielleicht noch ein bisschen nachgucken soll, was ich da gewinnen konnte. So, wir nehmen natürlich unseren Charakter im neuen Outfit. Ach, hier kann man die einzelnen Dinger. Ach, hier ist meine normale Kleidung noch. Und meine Dings. Ich dachte, die TP erhöhen sich ein bisschen bei der Klamotte. Und den kann ich hier nackt spielen, okay. Wir nehmen natürlich unseren Charakter und die Cybermänner. Da nehmen wir doch, weiß ich nicht, nehmen wir Piccolo und Krillin, ne? Die waren ja noch so am Leben. Okay, die hatten ja so eine richtige Chance gegen die Cybermänner. Okay, Tension dann auch, aber Krillin hat ja alle irgendwie fertig gemacht und Piccolo hat ja auch den letzten einmal mit so einem Strahl kaputt gehauen. Wird schon passen. Besiege alle Gegner, alle Team-TP weg. Zeit abgelaufen, ja.
Erstmal gucken, wie das Spiel wieder geht. So. Wieso kann ich die anvisieren? Ach so, gehe ich da hin. Okay, das hat sich jetzt automatisch. So, ich glaube, ich habe noch eine neue Attacke, glaube ich, oder? Folgeenergiestrahl habe ich die gekauft. Oh, das ist auch schon viel besser. So, Energieschuss ist das aufgeladene Ding. Stimmt. Haben wir die einfach alle kaputt hier. So, nächster. Oh, das war schon. Okay. Und Rainer. Okay, das dürfte einfach sein, habe ich so das Gefühl. Aber kein Ding. Ist das? Mein Gott, habe ich wenig Ki. So, L1, ja. Und erstmal wieder lernen, wie das Spiel geht. Frisst das? Au. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Ki. Gesundheit. Komm her. Ja, ich weiß. So, ich möchte mal mein Ding einsetzen. Da kann ich ja nicht. Da brauche ich drei Dinger. Friss das! Der Angriff ist so kacke, ne? Ich treffe damit gar nichts. Ich finde, das Kampfsystem ist irgendwie so, weiß ich nicht, unkontrollierbar. Oh, was? Ich habe irgendwie nicht so gefühlt, man so eine richtige Kontrolle über das Spiel hat. Ich glaube schon gesagt, ne? Der Angriff ist schon mal geil. Oh, da kommt was. Aber jetzt kommen drei auf einmal, ne? Rosa Pflanzmänner. Komm mal her. Bah. Meine neue Kleidung hier. Ich habe doch keine Chance. Wow. Hey. Okay, dann eben du. Ich wollte eigentlich den anderen treffen. Geht weg. Ja, falsch ab. Nahkampf ist immer noch am besten, habe ich so das Gefühl. Ich bin einfach abgelenkt. Wäre es mir vollkommen egal. Und zack. Doch, Mann. So, jetzt der hier. Warte mal. Super Rückensprung. For the win. Ich habe nochmal draufgehauen. Sehr gut. So, war's das? Da kommt noch was. Ja, hier kommt noch was. Hallo? Hallo? Was ist das? Habe ich gewonnen? Ja. Hallo? Das Spiel ist verbuggt. Nehme ich an.
Hallo? Ich kann das Ding auch nicht anvisieren mit R1. Lass mich da rein. Jetzt kann ich da rein. Was zum Teufel? Voll unnötig Zeit geht ja verschwendet. Wird ja verschwendet. Ja. Musik hat auch keine Lust mehr. Ich spiele mal so. Hier können ja Gegenstände auch irgendwo sein. Ne? Brauche ich dafür unbedingt einen Scouter? Ich nicht dauernd mit dem Scouter, ehrlich gesagt, rumlaufen. Fang! Ja. Au. Oh Gott. So, hier. So schlägt man. Oh, Piccolo voll. Ja. Nee, der ist aber weggeflogen. Erhalten Ausrüstung. Cool. Ja, jetzt kann ich hier rein. So, warum war gerade so komisch? Egal. Gelber Pflanzenmann. Kill it like the rest. Also, hoppst du da? Ich wollte eigentlich den hier machen. Hi, na? Der wird mir. Das Weg, Pipi Klo. Ah. Ja. Und zack. Übrigens mal die Soundeffekte ein bisschen runtergestellt. Also diese. Weil ich finde die sind ein bisschen laut. Meine Güte, meine Gefährten, die kriegen keine Kratzer ab hier. So, das Spiel bleibt nicht so einfach. Okay, ich hatte ja auch. In der Story hatte ich schon wieder Probleme. Normalerweise ist es doch eigentlich umgekehrt immer. Und zack. Weg mit dich. Ha. Hat mir auch das Spiel Spaß bis jetzt. Also richtig Spaß. Jetzt kommen die Grünen. Einfach nur Pflanzen an. Au, 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 au. Boah, jetzt reicht's. Er steht direkt vor mir und ich treffe ihn nicht. Da ist das ein Bescheid. Warum schießt er in allen möglichen Himmelsrichtungen? Normaler Angriff übrigens bis jetzt immer noch am besten, habe ich so ein Gefühl. Und zack. Puff, tschüss. Falscher Angriff. Zack. Ich will kaum mehr hauen zu haben. Au, au, au. Konnte ich aber nicht kaufen. Ich konnte noch richtig wenig Sachen kaufen eigentlich. Was ist das? Ja, den haben wir so kaputt. Und zack. Schießt du denn den Mann? Hier fangen. Sehr gut. Haben wir gewonnen? Immer noch nicht? Meine Güte. Wie viele kommen denn noch? Ah, ja. Überall. Ja, schon jetzt in mehr als drei Gebieten oder so. Vor allem die Zeit läuft uns aber bald ab, ne? So. Noch mehr Männer. Die Weißen. Oh, graue. Entschuldigung, tausendmal Entschuldigung. Gibt ja nur 50 Shades of Grey. Meine Güte, alle auf mich. Oh. Ja, gut, der weg. Woher hat man überhaupt den grünen Balken? Ich habe mich so das Gefühl, als ich den je brauche.
hier geblieben. Sehr gut. Jetzt du. Also das Gefühl, Online-Kämpfe sind voll broken. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Vielleicht gehen die Gegner nur ein auf einen los die ganze Zeit. Wie B. Gegner wie sie, Quest abgeschlossen. Was bedeutet das alles, wenn das grün ist? Das ist das Ergebnis meines Trainings, habe ich bekommen. Da ist noch eine Setzseele. So, mehr habe ich nicht bekommen. Wie muss ich denn die machen? Level Up habe ich nicht bekommen, ne? Das ist wieder Raditzfummel. So. Gucken wir mal. Setzel von Krillin. Geringe Chancen auf Aktivierung direkt zum Anfang des Kampfes. Key lädt sich für eine Weile automatisch auf. Ja, ich über das hier. Da konnte man, glaube ich, auch kaufen. Nein, online. Das machen wir irgendwann so, weil ich nicht apart ziehen oder so mal. Guck ich doch mal rein. So, drei haben wir wahrscheinlich immer noch nicht. Nö. Dann muss ich das hier mal versuchen. Saiyajin-Angriff. Kampfanzug kann ich da bekommen. Ja, Urlaubsauslöschung, Brecherangriff, Explosionswelle. Okay, mach mal das. Sie Raditz, Snapper und Vegeta. Solange hat nicht wieder 10 Milliarden Gegner sind. Na, wir nehmen einen da. Raditz, Snapper und Vegeta, ja. Tullisch Misch. Würde ich sagen. Ich meine, die alles. Den Meister Kaio Klamotten haben wir den schon. Ja. Und Piccolo wieder. Oder? Ja. Ja, komm. Mach mal das so. Ja, nur 3-4 Gegner. Hauptsache, da kommen nicht wieder 10 Milliarden Cybermen. Na, dann kommt mal er. Oh, Pflanzenmann und Raditz. Duff. Und den er. Papa getroffen, sehr gut. Ich habe da gar nichts machen. Ich vergebe dir nie, okay. Ach, Son Goku. Oh Gott. Oh, Hilfe. Aua. Oh, die Frisur sieht irgendwie gigantisch aus. Oh Mann. Komm her. Wieder kann mitten da drin blocken. Was ist das? Blockt er einfach. Meiner. Mein. Sollte mir Dragon Ball Abridged. Anspielungen machen, falls das jemand kennt. Richtig geile Parodie von Dragon Ball. Und zack. Und zurück. Aber natürlich. Und einer. Und eine Stadt kämpfen wir. Manchmal geht das, manchmal nicht. Okay, hier ist neu. Wir fangen deren Angriff schon ab, oder was? Geile Kombo.
Also ja gut. Boah, der hält aber mehr aus hier. Oh, sehr gut, Son Goku. Kannst du Häuser kaputt machen? Meine Güte. Und noch mal. Schade, die Umgebung nicht mehr kaputt gehen wie in Tenkaichi. Ah, ich hasse es. Ja, mach. Autsch. Was ist das? Boah, ich brauche unbedingt mehr Angriffe und Stärke. Komm her. Und fang. Ach, was? Out! Boah, alle drei auf einmal. Alle drei zusammen. Ja, ballert ihn zu, ballert ihn zu. Oh, die gehen doch kaputt. Die Häuser gehen doch kaputt. Sehr schön. So, was drin ist? Flo waren einmal Dragon Balls versteckt. Saiyajin Landeplatz, okay. Ne, hier waren wir doch. Verdammt! Gut. Na schön. Da. Oh, was? Ja, im Schuh, was machst du hier? Gerne. Danke. Gibt er mir einfach seine Energie. Mal geil. Capsule Corporation, okay. Hm. Ah, wie geht das? Also ruhig. Wird auch viel. Okay, er tut keinen Kiefer brauchen. Und was ist das? Wenn ich irgendeine Richtung lenke, dann bringt das nichts, ne? Ich nehme mal gleich einen Angriff, glaube ich. Fangen! Was? Ich habe da war ein ultimativer Angriff, ne? Kann ich auch, oh, der ist voll kacke, der Angriff. Immer diese Angriffe, ne? Nein, Piccolo. Falsche Richtung rum. Was ist das? Und dann fange ich dich eben hier so. Schon einige richtig heftige Parallelquests irgendwann. Dieser Angriff, ne, den möchte ich auch haben. So. Ey. Falscher Angriff. Nein, Piccolo geht gleich drauf. War schon wieder. Nur dieser Kackangriff. Kommt wahrscheinlich sowieso noch was am Ende. Kenne ich doch. Ach man. Falscher Angriff.
Weil dieser Angriff, ne? Den möchte ich haben. Hi, zack. Da kommt noch irgendwas, ich weiß es. Mal wieder falscher Angriff. Ja, was ist das? Zwei Parallelquests schon leicht den ganzen Part gefüllt. Abgelehnt. Ich kann ja nicht abbrechen. Okay, ist eine super Attacke, ne? Au, au, au. Wow. Dieser Angriff, ne? Hier, ich kann auch. Wenn ich wahrscheinlich die ganze Zeit nicht treffe, ne? Ne. Ja, da lacht Vegeta auch. Hey, Piccolo, geiler Arm. Ausrüstung erhalten. Und was kommt jetzt? Was? Wie? Meine Güte, komm einfach wieder auf die Beine. Nein. Au. Okay, jetzt wird schwieriger. Hilfe. Och Mann. Könnt mir mal helfen, die verprügeln mich zu zweit. Oh mein Gott. Okay, Vegeta, habt ihr gleich... Aua. So, Heilung. Energiekapsel. Wow, der war richtig geil. Okay, ich kümmere mich um Nappa. Das Spiel leckt schon wieder geil. Oh nein. Hör auf, meine Kollegen kaputt zu machen. Was ist das? Falk. Oh. Weg, weg. Meist kommen so beide auf mich los. Und hoffentlich blendet das jemanden. Nein, anscheinend nicht. Mal, Vegeta lebt immer noch. So. Bist du das Raditz? Ma. Oh, was so, und jetzt komm. Du stehst direkt vor mir und blockst einfach. Willst du mich verarschen? Wie du blockst einfach. Nein, Son Goku ist kaputt. Ich hab die gleich alle auf mich hier. So, ich tue dich erstmal hier von Nappa hier weghauen. Was ist das? Fang das! Nimm das! Meine Güte, wie episch der Kampf hier noch wird, ne? Oh, Son Goku ist wieder da. Piccolo hat ihn wiederbelebt. Stimmt, kann man ja auch machen. Und den er mal der Part wird schon wieder eine halbe Stunde lang, damit ich auch kein Problem habe, aber trotzdem, ja gut, ja, haut den kaputt. Fähigkeiten halten. Wie konntest du nur gegen Saiyajin verlieren? Was hat denn für eine... Oh, ist dran. Geil. Quest mit ultimativen Finisher abgeschlossen. Hab ich doch gar nicht, oder? Kampf und Zug. Vegeta beim Einzug. Explosionswelle. Ausweichfähigkeit. Oh.
Armcrash, okay. Wird bestimmt besser sein als das, was ich jetzt habe. Okay. Würde ich sagen, das war's dann wieder für heute mit Dragon Ball Xenoverse. Wo kommst du hin? Auf Radis. Würde ich sagen, ich beende die Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Xenoverse. Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.